Sodele, hi und servus miteinander. Ja, ich bin heute unterwegs mit meiner heißgeliebten Susi am Sonntagmorgen einfach mal ein bisschen Motorrad fahren. Und ich liebe meine Susi. Ich habe die geschenkt bekommen von meiner Frau und das, obwohl die total Schiss hat vom Motorradfahren. Und ich musste ihr, glaube ich, 1000 Mal versprechen, dass ich ganz, ganz vorsichtig unterwegs bin. Aber jetzt habe ich mein Schätzelein, schon seit einigen Jahren natürlich. Und ja, habe da natürlich auch immer so ein bisschen EDC mit dabei, ganz klar. Und jetzt dachte ich mir, ich zeige euch mal, was habe ich denn für ein EDC mit dabei, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Viel Spaß. Direkt nach dem Intro geht's weiter. So, was habe ich mit dabei? Als allererstes habe ich mit dabei mein Buck, und zwar hier das Buck 112. Ich liebe das Ding und für mich ist ein Buck, egal ob das Buck 110 oder das Buck 112, es ist halt so ein Bikermesser, das muss mit. Und ich habe das hier jetzt nicht in der normalen schwarzen Ledertasche made in Mexiko, sondern ich habe mir hier eine Original Buck-Lederscheide mit dazu gekauft. Die ist auch made in USA und ich wollte die, weil ich finde, die passt so hübsch zu meinem Motorradjäckchen, das ich jetzt übrigens ausziehe, weil mir ist es tierisch, boah, tierisch warm. So, die hängen wir mal da drüber und jetzt schauen wir uns den Rest an. Der Rest ist nämlich nicht hier vorne in den Hosentaschen drin, weil das mag ich nicht beim Motorradfahren, wenn ich so dran sitze, sondern ich habe das immer hier in so einer, ja, Gürteltasche, ne, mit drin und die schauen wir uns jetzt an und jo, dazu gehen wir mal, ja, aufs Motorrad. Was anderes habe ich ja nicht. Also. Sodele, jetzt, ich hoffe, das geht jetzt hier so einigermaßen. Ich habe kein Bänkchen gefunden und der Wind, der kommt hier auch noch mir so ein bisschen in die Quere, aber ich gebe mein Bestes. Jetzt, ich habe hier diese Gürteltasche mit dabei immer. Und zwar ist das die Possum von Haley Contex. Die finde ich halt echt gut, weil die hat hier verschiedene Fächer. Ihr seht es, das Ding ist hier ziemlich, ziemlich breit. Also das ist noch gar nicht voll gepackt, sondern da passt noch wesentlich mehr rein. Fangen wir mal hier hinten an. Ich habe hier hinten mit so einem Zipper eine Tasche. Da ist normalerweise das Handy drin, aber mit dem filme ich ja jetzt gerade. Deswegen diese Tasche leer. Wir haben hier vorne eine schöne große Patchfläche, da kann ich natürlich verschiedene Patches mit drauf machen. Ich habe hier eine kleine Tasche. In der kleinen Tasche habe ich mit dabei einmal, ja, meinen Geldbeutel bzw. meinen Kartenhalter. Jetzt, wo lege ich das ganze Zeug hin? Ja, dann habe ich mit dabei so ein bisschen, ja, Desinfektionstüchle. Die kann man ganz gut brauchen zum, ja, Hände desinfizieren. Ich kann die aber auch für meine Brille nehmen, einfach zum Putzen. Oder wenn das Visier vom Motorrad einfach mal durch Insekten und so weiter stark verschmutzt ist. Mit den Dingern kriegst du es trotzdem immer, ja, sauber und das nimmt nicht viel Platz weg. Dann gehen wir mal zum Hauptfach. Und zwar ist das hier. Und ich finde das halt sehr, sehr geil an dieser Tasche. Und ich stülpe das mal so ein bisschen nach außen. Ihr seht es, da ist so ein schönes, ja, Organizer-Element schon mit drin. Die kann man ja auch für viele Taschen immer nachkaufen, so zum Reinkletten. Aber hier ist es eben schon fest vernäht. Ich habe hier drin einmal meine Lesebrille. Die brauche ich immer. Das ist immer schon sehr geschickt in meinem Alter. Dann habe ich hier mit drin von Ballistol so einen kleinen, ja, Mückenspray, wie heißt das Ding? Stichfrei einfach nur. Das ist echt ganz gut und das ist halt echt klein, so ein Pumpspray. Und wenn du jetzt gerade mit dem Motorrad unterwegs bist, irgendwo Rast machst am Waldrand oder sonstiges, einfach ein bisschen einsprühen, dann lassen dich die Scheißviecher dann auch so ein bisschen zumindest mal in Ruhe. Dann habe ich mit dabei, ich bin ja Raucher. Und ja, gerade im Sommer hier in Baden-Württemberg, Bayern, von
Anfang März, ich glaube bis Ende Oktober, ist absolutes Rauchverbot im Wald und auch am Wald, also 100 Meter drumherum. Und wenn ich halt mit dem Motorrad unterwegs bin, dann halte ich halt gern auch mal am Waldrand an, so ein bisschen im Schatten. Und mach da mal kurz Pause, trink was und rauch eine. Also habe ich hier dann eine Alternative und zwar einfach mal so ein Einweg-E-Zigarette. Die Dinger sind halt, ja, die schmecken halt immer nach irgendwas komischen, süßen. Es ist jetzt nicht so das Wahre, aber um seine Nikotinsucht so ein bisschen zu befriedigen, ist es okay. Na? Dann habe ich mit dabei einen Fischer Space Pan. Den schmeißen wir einfach mal so mit rein. Dann habe ich mit dabei ein Victorinox. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, das ist das Camper. Und zwar die herkömmlichen Verdächtigen. Einmal ja, große Klinge, kleine Klinge, Flaschenöffner und so weiter und so fort. Hier Dosenöffner und so weiter. Und das hat eben die Säge mit dabei. Und ja, ich finde, draußen kann man die Säge vielleicht auch ab und zu mal brauchen, so ein bisschen, wenn man sich so einen Ast abschneiden möchte oder sowas. Ich finde die eigentlich ganz cool. Manchmal macht es einfach auch Spaß, was zu sehen. So, dann habe ich mit dabei eine kleine Taschenlampe. Die dient einfach dazu, dass wenn was wirklich mal was mit meinem Motorrad ist, ich habe in Satteltaschen, habe ich Werkzeug, aber vielleicht komme ich an eine Ecke oder an eine Stelle, wo ich was sehen möchte. Und ja, da ist die Taschenlampe halt doch ganz geschickt. Dann ganz klar ein Bartkamm oder normaler Kamm, so ein ganz einfacher, wie man früher hatte. Der reicht mir, aber als Bartträger ist es halt schon so, wenn du einen Helm runter machst und so weiter, ja, bist verknittert, dann kannst du einmal hier kurz durchfahren und dann ist der einigermaßen ansehnlich wieder. Jo. Dann als Messerchen habe ich hier das UKPK von Spyderco mit dabei. Ich hatte das schon mal in dieser normalen Variante. Jetzt hier habe ich die, was ist es, Droppoint-Variante. Ich finde die eigentlich ganz cool. Sieht so ein bisschen aus wie ein hässliches Endline. Ich finde es aber irgendwie ganz witzig. Es ist klein, es ist leicht. Es ist 42A-konform, auch immer ganz wichtig, wenn man in eine Kontrolle kommt, gerade mit dem Motorrad. Ne? Also von dem her gesehen, eigentlich so das ideale Messer, um das mitzunehmen. Dann habe ich mit dabei ja, eine Sonnenmilch, so ein kleines, das ist einfach ganz gut. Gerade wie gesagt, auch wenn ich mit dem Motorrädchen eben, sage ich mal Rast mache in einem Biergarten oder sonstiges. Da knallt mir halt die Sonne direkt auf die Glatze und auf die Ohren. Und da ist es halt dann doch schon mal so, dass ich dann Sonnenbrand kriege, wenn ich mich nicht richtig einschmiere. Dann habe ich noch mit dabei hier so ein kleine Pouch. In der Pouch drin habe ich einmal ein Feuerzeug. Ich habe eine Zeckenzange mit dabei und jede Menge Pflaster und eben auch hier hinten, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wenn man jetzt eine größere Wunde hat, die eigentlich, ja, vielleicht genäht werden sollte, das kriege ich halt mit einem normalen Pflaster auch nicht so sauber hin und dann sind das so dünne Streifen, sind das Heftpflaster oder so, ich weiß nicht, wie man die nennt und die macht man einfach mal von der einen Seite zur anderen und dann wieder hier in die gegengesetzte Richtung und dann hält diese Wunde eben zu und deswegen habe ich die halt auch immer mit dabei, die habe ich schon oft brauchen können. Und jetzt seht ihr hier, da sind natürlich noch ganz, ganz viele Fächer mehr mit dabei, also man kann hier wirklich noch viel, viel mehr mitnehmen. Ich brauche allerdings nicht mehr. Dann haben wir hier eben noch eine kleine Tasche mit drin. Ihr seht, da kann man jetzt auch noch irgendwas mit reinlegen. Jetzt für mich und für mein, ja, was ich brauche, wenn ich unterwegs bin mit dem Motorrad, da brauche ich nicht mehr. Und da ist es halt echt ganz geschickt mit so einer schönen kleinen, ja, Gürteltasche. Und ich finde, die macht auch optisch gut was her. So, jetzt räume ich das ganze Zeug wieder mit rein. Ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, was ihr denn mit dabei habt, wenn ihr mit dem Motorrad unterwegs seid, falls ihr mit dem Motorrad unterwegs seid, ob ihr da was ganz anderes mit habt. Das ist halt nur das, was ich, sage ich mal, so brauche. Aber wäre natürlich mal spannend zu erfahren, was ihr da so mit dabei habt. Oder macht auch gerne ein Video,
Der liebe Stony macht es immer super gut mit seinem Motorrädchen irgendwo hinfahren, sein aktuelles EDC zeigen. Die gefallen mir immer super gut, die Videos. Wer den Stony noch nicht kennen sollte, ich verlinke euch seinen Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten über einen Daumen nach oben wäre ich euch natürlich wahnsinnig dankbar. Denkt auch noch an das Gewinnspiel, das ich habe. Ansonsten, ich fahre jetzt weiter und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Tschüssle, bye bye und macht's gut. Ciao.